Und damit sind wir quitt. Wenn du noch mehr willst, bring dein eigenes Material. Werde ich mir merken. Danke. Kleiner Rat von mir. Lass dich nicht von Sid herumscheuchen. Hinweise. Wenn sich im Versteck etwas geändert hat, erscheint rechts oben auf dem Bildschirm ein Hinweis. Neben der neuen Ware in Charons Bütchen und neuen Schmiedebauplänen im blühenden Amboss machen Hinweise auch auf neue Aufträge, Briefe und vieles mehr aufmerksam. Neue Inhalte werden im Spiel sowie auf der Karte mit dem gelben Kreissymbol markiert. Ich sollte wohl Götz danken. Fass dich kurz. Was willst du? Wyrit. Breitschwert plus 1. Oh ne, da spare ich lieber auf das Breitschwert plus 1 hin. Und dann kann ich das direkt auf plus 2 machen. Ist noch was? Wie wär's mit einem Umtrunk bei Kenneth, wenn wir fertig sind? Es hat funktioniert. Ich danke dir. Komm schon, fast geschafft! Du, hol Decken und nicht trödeln! Das ist mal wieder nicht so gut gelaufen. Hey, seid ihr zum Gaffen hier? Holt gefälligst Wasser! Ich geh welches holen. Geh mal und frag, ob Otto Hilfe braucht, ja? Was, ich? Wo habe ich mich da bloß reingeritten? Mir geht's soweit gut. Wer ist das? Befreite kaiserliche Träger. Wer bist du denn? Verflucht, in dem Zustand macht das nicht mehr lange. Los, geh schnell die Treppe rauf zur Krankenstube. Schick uns Taya. Na geh schon. Beweg deinen Arsch. Taya war die Frau bei Jill. Deine Freundin braucht Ruhe. Euer freudiges Wiedersehen könnt ihr feiern, wenn es ihr besser geht. Es geht nicht um Jill. Du wirst unten gebraucht. Dort warten ein paar verletzte Träger. Warum sagst du das nicht gleich? Hab ich doch gemacht. Er wird es überstehen. Aber ich muss beide noch gründlich untersuchen. Die Arbeit hört nie auf. Und wieder ein ganz normaler Tag bei uns. Kommen viele Träger in so einem Zustand hier an. Ist nicht einfach, seine Ketten zu sprengen. Und wenn sie den Mut dazu aufbringen, sind viele schon zu schwach. Die zwei haben Glück gehabt. Ich bin Otto. Hast du Fragen? Dann komm zu mir. Nun, Otto, ich bräuchte Ausrüstung. Ist das alles?
dann wird Karun da drüben dir sicherlich sehr gerne weiterhelfen. Gut. Oh. Und danke. Man sieht sich. Eher nicht. Ich bleib nicht lang. Mag ja sein. Aber noch bist du hier. Also sei willkommen. Du hast uns geholfen. Das vergessen wir nicht. Nebenaufträge freigeschaltet. Endlich. Nebenaufträge. Achte auf Charaktere mit einem grünen Symbol über den Kopf. Da dies bedeutet, dass sie einen Auftrag für dich haben. Eine Liste aller laufenden und abgeschlossenen Aufträge findest du unter dem Reiter Journal im Hauptmenü. Nachdem du einen Auftrag angenommen hast, findest du die damit verbundene Aufgabe in der Aufgabenliste auf der rechten Seite des Bildschirms. Aufgaben für den Hauptauftrag und bis zu 3 Nebenaufträge können hier gleichzeitig angezeigt werden. Du kannst Aufträge priorisieren, indem du sie im Reiter im Hauptmenü auswählst und X drückst. Aufgaben von Aufträgen mit Priorität werden so lange in der Aufgabenliste angezeigt, bis der Auftrag abgeschlossen ist oder ein anderer Auftrag priorisiert wird. Die Priorität kann aufgehoben werden, indem du den Auftrag auswählst und nochmal X drückst. Folgende Einrichtungen sind jetzt im Versteck verfügbar. Die, was? Menemothek? Eine immer größer werdende Wissenssammlung rund um Valestia. Das Orchestrion. Ein Automat, mit dem sich während des Spiels gesammelte Musik abspielen lässt. Beide befinden sich in der Schenke des Verstecks, dem Chocomoppel, und sind auf der Karte vermerkt, welche du mit Button aufrufen kannst. Hat hier jeder aufgenommen? Warm ums Herz. Brauchen die vielleicht Hilfe da drüben? Du sollst bitte rühren. Ah, ein neues Gesicht. Und mit, hoffentlich, ordentlich Motivation. Im Chocomoppel ist immer viel zu tun und wir leiden unter chronischem Personalmangel. Könnte ich dich überreden, ein paar Darbenden ihre wohlverdienten Mahlzeiten zu bringen? Für deine Mühen winkt dir außer dem Inhalt der Kiste da auch noch meine aufrichtige Dankbarkeit. Meinetwegen. Fabelhaft, aber sag, mit wem habe ich denn gerade die Ehre? Clive. Sehr erfreut, dich kennenzulernen, Clive. Ich bin Kenneth und auf meinen müden Schultern lastet die ganze Verantwortung für dieses erlesene Etablissement. So, 3 äußerst hungrige Mäuler wollen gestopft werden. Hier ist ihr Festschmaus, aber Vorsicht, sehr heiß. Warmes Essen. Hatte ich ewig nicht mehr. Dein Essen. Darauf habe ich gewartet. Ach, das sieht aber köstlich aus. Danke, Junge. Du bist neu hier, oder? Kenneth scheint dich schon ganz schön auf Trab zu halten, der alte Schlingel. Naja, wenigstens hat er mir eine Belohnung versprochen. Das will ich hoffen. Wir sind ja keine Sklaven mehr. Mach's gut, Junge. Und halt die Ohren steif. Vom Koch zum Kellner. Ich hoffe, dass nicht alle Quests in dem Spiel so gestrickt sind. Dass ich den Leuten hier ihre komischen Fraß liefern muss. Sieh an. Ackerbau braucht so viel mehr als Saat und Boden. Dein Essen. Ach, danke. Ich esse später. Ich bin invalide. Trotzdem will ich hier meinen Teil beitragen. Nur eben mit meinem Kopf. Schön, aber ist besser, bevor es kalt wird. Ja, ja. Danke. Tung ist ja vielseitiger als gedacht. Musik.
anstatt ein Gläschen mit seinem alten Kumpel August zu trinken, verkriecht er sich gleich. Bitte. Vielen Dank. Bitte denke nicht schlecht von mir, weil ich mich bedienen lasse wie ein fauler Herrscher. Mein alter Dienstherr war leider kein gütiger Mann, weißt du. Seinetwegen bin ich ein Wrack, halb gelähmt. Trotzdem hat Sid mich aufgenommen. Ja, das hier ist mein erstes richtiges Zuhause. Und was für eines, nicht? Das war der letzte. Also zurück zu Ken. Der nur noch in seinem Zimmer. Schon alles erledigt? Sehr gut. Das waren Träger. Allesamt. Aber keine Sklaven, die ihren Herren dienen, sondern Menschen, die wie alle behandelt werden. Ganz recht. Die Idee der Gleichheit ist das Fundament, auf dem unsere kleine Gemeinde ruht. Außerhalb dieser Mauern sind wir Träger, Sklaven. Wir sprechen nur, wenn wir gefragt werden, essen nur die kümmerlichen Reste, die unsere Herren uns zugestehen. Viele bekommen hier das erste warme Essen ihres Lebens. Im Versteck sind wir frei. Und zwar alle. Wir reden, was wir wollen, wann wir wollen. Und essen, was und wann es uns passt. Das ist doch Grund genug, auf Sid zu vertrauen. Meinst du nicht? Aber kommen wir zu der Belohnung, die ich dir versprochen habe. Du kannst dich an allem bedienen, was du dort in dieser Kiste findest. Danke, Clive. Lass dich hin und wieder blicken, ja? Schatzkisten. In ganz Valestia liegen unzählige Schatzkisten verstreut, die nur darauf warten, geplündert zu werden. Wenn du eine findest, zögere nicht, sie mit X zu öffnen und dir die Beute zu schnappen. Nur zu beschweren wird sich niemand. So. Abzeichen des Schutzes. Oh, das klingt gut. Dass ich beschäftigt bin. Was willst du? Nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf. Ja, schon besser. Ist noch was? Jetzt ein anderes Schwert. Ja, ne? Das sieht so aus. Ja, okay. Wie du siehst, lässt sich selbst hart. Oh, da bin ich gespannt. Ich hoffe, es gibt später richtig krasse Schwerter. Well, only Ju, moin. Hier fällt alles auseinander. Mehr Holz. Wenn ich doch wenigstens die Zeit hätte, einen Moment hier wegzukommen. Ah, du da! Wie gerufen. Du kannst doch bestimmt etwas Holz für mich holen, oder? Klar. Na gut, ich helfe dir. Ah, danke. Du hilfst nicht nur mir, sondern uns allen damit. Ist nicht leicht, das Versteck in Schuss zu halten. Erst recht mit so wenigen Leuten. Klingt, als ob es hier viel zu tun gäbe. Das kannst du laut sagen.
Die Gefallenen waren wirklich brillante Baumeister, aber ewig steht nun mal leider nichts. Darum müssen wir die Wände hier stützen. Sonst werden unsere Schützlinge noch vor der ersten Ernte unter Schutt begraben. Wäre sicher ein Jammer. Gut, wo finde ich denn Holz? Frag drüben an der Weißen Deichsel. Die können dir welches geben. Danke, ja? Das weiß ich zu schätzen. Das Wasser sieht auch sehr krass aus. Entschuldigung. Der Mann, der da drüben was repariert will, dass ich Holz besorge. Ach, du meinst Geoffroy, den Schreinermeister. Wir sind gerade fertig mit dem Zusägen der Latten, die er braucht. Nimm dir von denen einfach welche mit. Danke. Ach, nicht doch. Wir haben zu danken. Also gut. Dann bringe ich das Holz mal zu diesem Geoffroy. Jafar. Bin ich aus König der Löwen? Schon zurück? Ich hoffe, das Holz war nicht allzu schwer. Ist das genug? Das reicht locker, danke. Nee, aus Aladdin, mit etwas ja. Glück kracht uns jetzt nicht das Dach über dem Kopf zusammen. Sind ja rosig. Ach, ich mach nur Spaß. Und besser als draußen ist es hier allemal. Warm, trocken und sicher. Was will man mehr? Ach, ich hab noch was für dich. Kleiner Dank. Gehörst jetzt zu uns. Das ist nicht nötig. Jetzt ziehe dich nicht so, mein Freund. Steck schon ein. Oh, der hat mir nochmal einen Meteorstein gegeben. Wie krass. Und was darf sein? Das muss erstmal reichen. War's das? Gut. Ich muss mich für meine Reise ausstatten. Otto hat mich zu dir geschickt. Ach so? Und du, Neuling, hältst es nicht mal für angebracht, dich vorzustellen, ehe du so dreist Forderungen an eine alte Frau stellst? Ich bin Clive. Ach, Clive? Der Hund ist also deiner, ja? Seit er Sid eines Nachts hierher gefolgt ist, bekommt er Futter und Streicheleinheiten von mir. Das kannst du jetzt wieder übernehmen. Aber wehe, du verlierst ihn nochmal. Mach ich. Danke. Ich pass auf ihn auf. So. Kaufst du was oder nicht? Nö. Was? Dachtest doch nicht etwa, dass du hier was umsonst kriegst, während du mit klimpernden Taschen durch die Gegend stolzierst? So läuft das nicht im Leben, Junge. Also, raus mit den Kröten. Warum ist die denn so aufdringlich? Läden. Mittel und Ausrüstungen können in Läden in ganz Valestia gekauft werden. Ihr Bestand verändert sich im Verlaufe der Geschichte. Schau also immer mal wieder rein. Oh, jetzt auch das Breitschwert kaufen können. Mehr habe ich nicht. Ach, bist ja doch ein armer Schlucker.
Jetzt stehst du also zu ihm? Was hab ich nicht alles für dich getan? Na gut. Greif zu, ich mache eine Ausnahme. Aber nur dies eine Mal. Ich muss sowieso wieder Platz für meine nächste Lieferung machen. Danke. Dank nicht mir. Dein Hund ist schuld. Hund, ey, das ist eher ein riesiger Wolf. Aretestein. Der Aretestein ist jetzt verfügbar. Dieser virtuelle Kampfplatz bietet Clive einen sicheren Ort, um neue Fähigkeiten zu erproben und gegen verschiedene Gegner zu üben. Im Verlauf der Geschichte werden darin zusätzliche Funktionen freigeschaltet. Muss ich das machen? Ja, ich muss es machen, okay. Die Halle des ewigen Eifers. Übung macht den Meister. Die Halle des ewigen Eifers ist ein individueller, anpassbarer Kampfplatz, der Clive einen sicheren Ort bietet, neue Fertigkeiten zu erproben und gegen verschiedenste Gegner zu üben. Drücke Button, um das Menü zu öffnen, wo du verschiedene Einstellungen vornehmen kannst, um die Übungen ganz nach deinen Wünschen zu gestalten. So, wie kann ich jetzt hier wieder raus? Hauptmenüsystem, ja, okay, gut. Übung beenden, ah. Okay.
Fertig. Schon wieder auf dem Sprung? Aha. Vermisst du mich etwa jetzt schon, Charon? Nicht weinen. Würde dich sowieso nicht aufhalten. Auf ins Vergnügen. Gut. Die Schnellreise. Nutze die Weltkarte, um dich sofort an den bereits besuchten Orte zu begeben. Neue Orte werden freigeschaltet, indem du die Hauptgeschichte fortsetzt oder Wegpunkte entdeckst, die Obelisken genannt werden. Die Weltkarte öffnet sich automatisch, wenn du einen Bereich verlässt, kann aber auch jederzeit über das Hauptmenü aufgerufen werden. So ist es gut. Du hast Hunger, was? Okay, bleibt aber überschaubar, ne, die Weltkarte. Grenzwald. Der Grenzwald macht seinen Namen alle Ehre. Er dient als schützender Grenzstreifen zwischen dem Kristallgürtel und dem Heiligen Kaiserreich. Seine Bewohner schrecken allzu leichtsinnigen Reisende davon ab, sich in sein finsteres Dickicht zu wagen. Wälder sind immer geil. Ich weiß nicht, ich mag irgendwie Waldgebiete. Spätestens seit Final Fantasy IX. Diese widerlichen Blutfliegen. Wir hätten den Kristallpass nehmen sollen. Aber auf dem Pass sind wir schutzlos. Man hat sicher ein hübsches Sümmchen auf uns ausgesetzt. Also Kopf einziehen. Außerdem, so eine kleine Abkürzung durch den Wald hat doch auch was. Die Fäule breitet sich immer weiter aus. Dass es solche Orte noch gibt, ist ein wahres Wunder. Einschließlich Fliegen. Wir kommen bald im Kaiserreich an. Alles klar. Ging nie besser. Wenn du das sagst. Ein fabelhaftes Tier. Keine Angst vor nichts. Ein echter Jäger. Schön, dass du wieder da bist. So, lass uns hier raus, bevor es dunkel wird. Na dann los. Rauchspuren. Und wie ist Final Fantasy 16? Geil. Sehr, sehr geil. Torgal hat sich der Gruppe angeschlossen und kämpft nun an Clives Seite. Torgal Kommandos. Mit linkem Steuerkreuz kannst du zwischen Schnellmenü und Torgals Kommandos wechseln. Die folgenden drei Befehle können angegeben werden. Angreifen, Vita auf Clive wirken und anfallen. Oh, der kann mich auch heilen. Zeitiger Beistand. Mit dem Hilfsaccessoire-Ring des zeitigen Beistands braucht Torgal keine Befehle mehr. Solange dieser Ring ausgerüstet ist, wird Torgal je nach Situation automatisch angreifen und heilen. Habe ich eigentlich die Bestien erwähnt? Ich geh mal rein.